Grupp, herzlich willkommen. Herzlichen hier Dank. Hier nochmal, genau. Herrn Lindner haben wir hier oben schon begrüßt. Ihnen auch allen herzlich willkommen. Mein Name ist Christopher Gohl. Ich bin am Weltethos-Institut, wie Herr Mollock das ausgeführt hat, dort auch zuständig für Fragen der Verantwortung in der Wirtschaft, der Ethik in der Wirtschaft. Da beschäftigen wir uns mit Familienunternehmen wie Ihnen, Herr Grupp, die natürlich ein wunderbares Beispiel sind für gelebte Verantwortung auch. Das werden wir nachher auch mal vertiefen und auch schauen, welche Probleme, welche Herausforderungen da in der Globalisierung auf Sie zukommen, wie das Modell auch unter Druck gerät vielleicht. Aber lassen Sie mich beginnen mit der Frage, ob Sie als bekennender CDU-Wähler hier die Stimme der Liberalen gerne gehört haben oder ob Sie die vermissen im Bundestag. Also wenn Sie mich ganz offen fragen, natürlich bin ich geboren als CDU-Wähler. Ich bin auch einmal fremdgegangen und habe FDP gewählt. Dann habe ich das Desaster erlebt, nicht jetzt, das war das vorletzte Mal. Da war es ja auch nicht gerade gut. Das, was Herr Lindner gerade gesagt hat, was Sie gerade gesagt haben, unterstütze ich 100%. Die Kritik, die Sie zu Recht an der Großen Koalition geübt haben, 100% richtig. Aber der Schuldige ist die FDP. Denn wären die Stimmen, die sie hätten bringen müssen, da gewesen, hätte es die Große Koalition nicht gegeben. Und dann hätte es ein... Deshalb sage ich, Sie haben... So. Deshalb, wenn Ihre Partei das, was Sie hier gesagt haben, gemacht hätte, dann hätten Sie problemlos die 5%-Hürde überschritten. Dann gäbe es keine Große Koalition. Und alles, was Sie sagen, wäre dann auch von der CDU-Regierung. Ich bin kein CDU-Unterstützer oder sonst was. Ich sage auch der CDU klipp und klar, was mir nicht gefällt oder sonst was. Dann hätte sie das nicht machen müssen. Ich tue nichts etwas des Geldes wegen. Aber ich kann dem Politiker nicht verübeln, dass er manche Schritte gegen seine Meinung tut, um auf dem Sessel zu bleiben. Und das wird so sein und das ist so. Und deshalb kann ich das der Regierung nicht übel nehmen. Aber die Ursachen war die Schwäche der FDP. Denn mich hat es irrsinnig geärgert, dass sie überhaupt 3% gekriegt haben, denn hätte die CDU gekriegt, dann wäre es zur Großen Koalition nicht gekommen. So, das sachlich gesagt, aber es hätte mich riesig gefreut, wenn sie die 5% überschritten. Woran lag es aus Ihrer Sicht als Unternehmer, dass die FDP am Wählermarkt... Weil alles anders gemacht wurde, als was gerade Herr Lindner gesagt hat. Das A und O unserer Gesellschaft ist nicht, wir haben keine Neidgesellschaft. Wir haben eine Gerechtigkeitsgesellschaft. Und das, was Herr Lindner gerade gesagt hat, wir brauchen die Verantwortung und die Haftung zurück in jeden Einzelnen. Und wenn ich zwei Kinder habe und ich sag mal, und die mit 14 auf der Straße andere niederstechen, dann gehört mein Gesicht ins Fernsehen und es gehört gesagt, das ist der Sohn dieses Vaters. Aber wenn da nur noch der Nachname nicht gesagt wird und nur noch der Siegfried S. genannt wird und die Eltern überhaupt nicht tangiert werden und die Verantwortung gar nicht mehr von den Eltern verlangt werden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das durch die ganzen Reihen gehen. Schuldig ist im Prinzip der Staat, für alles ist er schuldig und die Verantwortung des Einzelnen nicht mehr. Wir brauchen die Verantwortung zurück und da sind wir Unternehmer als Erste gefragt. Ich habe nicht nur eine Haftung mit dem Kapital. Ich habe, will ich gar nicht groß herausstellen, selbstverständlich 100% Eigenkapital, weil ich zu einer Bank nicht gehe, weil das Verbrecher sind, wie Sie gesagt haben. So. Hat er nicht gesagt. Genau. Dämonisierung war nicht dran. Aber ich habe neben dem 100% Eigenkapital, habe ich eine EK. Und nicht eine EK wie Herr Schlecker. Ich weiß nicht, wie das juristisch geht, aber Juristen wissen Sie, dass ich eine EK habe, mit allem hafte und am Schluss großzügig 10 Millionen zur Verfügung stelle im Deal. Wissen Sie, da begreife ich als kleiner Volksschüler nicht, wie sowas machbar ist, dass man voll haftet und dann im Deal noch 10 Millionen aus der Westentasche zieht und sagt, damit vergleichen wir uns. Ich hafte mit, und ich habe nur eine Firma, und ich hafte mit allem, was ich habe. Und ich würde mal krass sagen, bevor der Staat bei mir auch nur einen Cent für etwas, was ich eingebrockt habe, bezahlen muss, sitze ich in Hartz IV und habe das, was im Prinzip übrig bleibt. Und da ich das weiß, ist mein Größenwahn und meine Gier von vornherein mit der Kandare geführt. Auch ich brauche einen Vorwärtsgang. Also denn wenn ich den nicht hätte, dann könnte ich nicht vorwärts. Aber ich weiß, dass ich als Erster für das, was ich entscheide, hafte. Wenn Sie zulassen oder die Regierungen zulassen,
ich sage das nur mal als ganz simples Beispiel. Das angefangen hat es mit der AEG und allem. Da, früher gab es keinen Pensionssicherungsverein. Dass diese Lumpen, die Größen waren oder sonst was spielen, ich sag mal vom Staat Steuergelder, Rückstellungen bekommen, ohne jegliche persönliche Haftung und dann mit einer Selbstverständlichkeit ihre Pensionen dem Staat vor die Füße schmeißen und die Rückstellungen behalten dürfen und im Prinzip, ich kenne keinen Unternehmer, der es anschließend in Hartz IV saß, wenn er Pleite gemacht hat, sondern ich kenne sie alle, die weiterhin in ihren Villen saßen und ich, der 1974, weil ich die Verantwortung für meine Unterstützungskasse und Pensionskasse, wo ich die erste Betriebsprüfung selbstverantwortlich durchgezogen habe und etwas salopp die Rückstellungen etwas höher machen wollte, weil ich einfach simpel gesagt habe, wenn da im Gesetz oder generell in dem Gutachten stand, die werden alle, ich weiß es nicht mehr, 66. Und da habe ich gesagt, das kann bei mir nicht stimmen, denn der ist 70 und lebt immer noch und der ist 72, lebt noch. Und da habe ich gesagt, das Risiko ist zu groß und habe von mir aus gesagt, wir müssen die Rückstellungen höher machen. Dann hat der Betriebsprüfer gesagt, Herr Grupp, das geht nicht, wir müssen uns ans Gutachten halten. Dann hat er das wieder zurückgemacht. Dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dass ich Steuergeschenke kriege, denn das Rückstellen war für mich nichts anderes. Ich kann die Gewinnsteuer mindern, ich kriege vom Staat ja, Steuererlass. So war halt kein Unternehmer, ist ein Sozialsäusler, alles sind Egoisten. Und ich habe auch genommen, was ich kriegte. Und ich habe gesagt, ich stelle zurück. Und dann habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kriege anscheinend Geschenke vom Staat in Form von Rückstellung. Das sind keine Geschenke. Das sind Darlehen, die ich oder meine Nachkommen hochverzinst zurückzahlen muss an die, die anschließend statt 66, 70 und 75 werden. Und habe gesagt, damit stelle ich meine Pensionskasse sofort ein. Denn das Risiko kann ich mir bzw. meinen Nachkommen nicht überlassen. Ich werde nicht Steuergelder geschenkt kriegen, sie zur Verfügung haben und die, die mich nachher vertreten sollen oder nachkommen sollen, die müssen im Prinzip haften. Also habe ich es eingesetzt. Bezahle aber heute für alle Versager, ob Quelle, ob AEG oder sonst was, in den Pensionssicherungsverein mit meinen Ansprüchen bis 74. Und wenn ich nur mal ein Beispiel sagen darf, das war immer so 20.000 Euro und im Jahr, wo Quelle und viele große Pleiten waren, musste ich 80.000 D-Mark, obwohl ich 74 eingestellt habe und nichts mehr bekommen, in den Pensionssicherungsverein. Und deshalb sage ich, wir brauchen ganz simpel und einfach, zurück zur Verantwortung und Haftung, Größenwahn spielt gar keine Rolle. Es kann einer zocken und spielen, wie er will, nur muss er im Prinzip die Zeche selber zahlen. Und er kann kaufen in Amerika, was er will. Ich kenne keinen, der reicher geworden ist in Amerika, aber alle springen sie dorthin. Ja? Aber ich sage mal, kann alles kaufen, aber ich bezahle es nicht. Und deshalb sage ich, Haftung, und die können Sie nicht verlangen. Aber wenn Sie einem sagen, du kriegst eine Vollkasko und du kriegst eine Selbstbeteiligung in der Versicherung und du kannst wählen und die Prämien sind gleich, werden alle Vollkasko machen. Und wenn Sie, um den Satz, da bin ich fertig, um den Satz zu Ende zu sagen, wenn Sie zulassen, dass einer wählen kann, GmbH oder Haftung, und er zahlt die gleiche Einkommensteuer, dann darf ich dem Unternehmer nicht übel nehmen, wenn er sagt, ich nehme eine GmbH, da hafte ich nicht und so und so. Aber deshalb habe ich gesagt, die Einkommensteuer rauf auf 60%, Sie können auch 70 sagen, ist mir auch egal. Dann sind die Linken auch zufrieden. Und denen, die die persönliche Haftung übernehmen, automatisch 50% Steuerrabatt. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Jeder entscheidet und da alle gierig sind, Steuern zu sparen, verstehen Sie, werden Sie, wenn Sie auswandern, schon ins Ausland wegen 2% Erbschaftssteuer. Im Übrigen habe ich noch nie jemanden erlebt, der Pleite gemacht hat wegen Erbschaftssteuer. Aber wegen Fehlleistungen hat er Pleite gemacht. Also deshalb wundert es mich, dass die auswandern. Also deshalb, und außerdem habe ich gesagt, wer meine Erbschaftssteuer nicht bezahlen kann, der hat ja gar kein Problem, der kann das Erbe ablehnen, hat er gar kein Problem. Also deshalb sage ich, da gibt es ja keine Begründung. 50% Steuerrabatt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen und wenn Sie mit einem in einer Diskussion sitzen, einem Unternehmer, der richtig angibt und bei 50% Steuerrabatt keine Haftungsgesellschaft hat, dann wissen Sie, was Sie von dem halten können. Vielen Dank. Herr Grupp, herzlichen Dank. Ein Satz, ein langer Satz noch. Herr Grupp, wir möchten mal einen kurzen Satz. Ich wollte einen kurzen Satz, genau. Ich würde gerne ein bisschen strukturieren. Sie haben jetzt ein paar Fässer aufgemacht. Sie haben zum Teil auch bestätigt, die natürliche Risikobremse, die er angesprochen hat. Sie haben das Thema sozialer Kapitalismus versus Finanzkapitalismus, andere Umgehensarten, andere Erwartungen, andere Gewohnheiten sozusagen bei der Finanzindustrie angesprochen als bei Mittelständler. Das würde ich gerne mit Ihnen nochmal Schritt für Schritt arbeiten. Wir lassen dem Herrn Lindner noch 2-3 Minuten Zeit zur Regeneration. Und Sie frage ich nach dem Verhältnis zwischen Staat und
Wirtschaftern. Ich habe gestern noch mal eine schöne Dokumentation gesehen, der König von Bulla, oder Neues von König von Bulladingen. Das ist eine schöne Dokumentation, die ich Ihnen allen empfehle, über die Art und Weise, wie Sie Unternehmen führen. Und da fahren Sie nach Österreich und dort sagen Sie einem Landeshauptmann, ich glaube in Kärnten, sagen Sie, die Politiker sind doch alles Marionetten der Unternehmen oder der Unternehmer. Denn wenn es den Unternehmern gut geht und wenn die Unternehmer für Leistung sorgen, dann geht es auch den Politikern gut, weil es den Leuten gut geht. Und insofern sollten die Politiker dafür sorgen, dass die Unternehmer das tun können, was sie richtig tun können. Ich dachte erst am Anfang, meinen Sie das sozusagen mit etwas Ironie oder einem Salzkorn? Oder ist Herr Lindner eigentlich eine Marionette der Unternehmer? Herr Lindner nicht, ich möchte ihn mal sagen, denn er ist nicht in der Regierung. Also deshalb sage ich... noch nicht mal im noch Bundestag. Nicht. Ja. Aber ich sage mal, im Prinzip darf man das nicht falsch verstehen. Ja, ja. Auch ich bin eine Marionette von meinen Mitarbeitern. Wenn die nur Mist machen, dann kann ich Ideen haben, wie ich will. Das heißt, und so sehe ich das, die Wirtschaft ist für jedes Land maßgebend. Wenn Herr Lindner gerade großartig von Frankreich gesprochen hat, wie das bergab geht, dann lag es nicht an den Künstlern oder an sonst was, sondern an der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft boomt, ich habe noch nie erlebt, dass eine Regierung abgewählt wurde, wenn die Wirtschaft geboomt hat. Aber ich habe immer erlebt, egal welche Partei das war, dass wenn die Wirtschaft versagt hat, ist die derzeitige Regierung in der neuen Wahl abgewählt worden. Deshalb habe ich gesagt, sind die Politiker die Marionetten der Unternehmer. Bringen wir unsere Leistung? Bringen wir Gewinne, Arbeitsplätze, sind wir korrekt und gerecht und das muss die Politik begleiten, sie muss nicht einschreiten in die Wirtschaft, sie muss Rahmenbedingungen schaffen, dann, und können wir dann der Marktwirtschaft und dann auch noch der sozialen Marktwirtschaft dienen, dann funktioniert das und dann wird die Regierung, die dran ist und wo die Wirtschaft boomt, auch dran bleiben. Wenn wir aber von Marktwirtschaft, geschweige denn sozialer Marktwirtschaft sprechen und demjenigen, der im Prinzip früher, wenn Sie von früher gesagt haben, hat es funktioniert, dann erinnere ich mich zu meiner Studentenzeit oder Schülerzeit, dass die Schande des Konkurses für einen Unternehmer, vor allem in Baden-Württemberg, nicht selten einen Selbstmord hervorgerufen hat, weil er das nicht über seine Familie bringen konnte. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe Hochachtung vor Herrn Merkel. Auch er hat diese Schande nicht über sich erbracht und hat die Konsequenzen gezogen und hat seiner Familie praktisch den Weg offen gemacht, die Banken wären ihm gegenüber anders mit ihm umgegangen, wenn das nicht passiert wäre. Aber das nur nebenbei. Wir brauchen im Prinzip die Unternehmer, die im Prinzip ihre Leistung bringen und dann ist es und die Gerechtigkeit. Und ich bin kein Sozialsäusler. Ich bin ein reiner Kapitalist. Ich will Geld verdienen und da muss ich wissen, dass wenn ich mit meinen Mitarbeitern anständig umgehe, sie hege und pflege, dann bringen sie die höchste Leistung. Wenn ich sie aber rausfeuere und reinschweiße und so weiter und so fort und umgehe, und das liegt an allem, was aus Amerika kommt, wir dürfen den Amerikanern nicht hold sein, die Amerikaner wollen Europa nicht, Europa ist der größte Gegner, die tun alles, um Europa klein zu halten, das werden sie irgendwann mal merken. Und alles, was Negative von Amerika kommt, nehmen wir auf, ob Kleiderordnung, wissen Sie, heute ist das T-Shirt, von dem ich lebe, ist natürlich nichts anderes als ein unverschämtes Unterhemd, das dort einer als Oberhemd getragen hat und damit kann der in der Unterwäsche, auf Deutsch gesagt, rumlaufen. Und die Fresskultur, heute einen Hamburger zu fressen und alles läuft runter und das ist eine tolle Sache, kommt alles aus Amerika. Und dass heute jeder Moderator zum anderen sagt, du, normal müssten wir uns duzen oder was weiß ich weiß es nicht, das ist ja heute in. Wissen Sie, das kommt alles aus Amerika. Wir brauchen wieder Anstand. Und Trump in Amerika Milliarden pleite machen kann und immer noch Milliardär ist und die anderen die Zeche zahlen, das hat mit Marktwirtschaft, mit Anständigkeit, geschweige denn mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Und deshalb, alles, was Sie gesagt haben, top. Und wenn Sie das jetzt noch durchführen mit der Partei, dann brauchen Sie sich um Prozente nicht kümmern, dann haben Sie eine zweistellige Zahl. Also Ermutigung.
Dann wähle ich auch FDP. Dann wählen Sie auch FDP, sehr gut. Und dann wählen meine Mitarbeiter auch FDP. Bei denen sage ich immer, was sie wählen sollen, und wenn die sagen... Dann machen Sie auch einen Betriebsbesuch. Der Herr Lindner kommt zu Ihnen nach Bulladin. Ja, dann wählen die erst recht FDP. Ja, okay, ist eine Einladung, ich es richtig verstehe. Herr Krupp, kurze Frage. Also Sie sagen, Anständigkeit lohnt sich. Scheint mir so, wenn ich so neben Ihnen sitze, und auch, was ich gestern von Ihnen gesehen habe, Anständigkeit ist nicht, sind nicht nur anständig, weil sie es lohnt. Oder sind Sie nur anständig? Weil ausschließlich, weil es sich lohnt. Ausschließlich, weil es sich lohnt, okay. Wir reden gleich nochmal über die Rolle des Staates und auch der Erwartungen an die Politik. Aber ich frage jetzt mal den Christian Lindner, wenn Sie zuhören, was der Herr Krupp vertritt. Fühlen Sie sich als die Marionette, die er fordert? Oder verstehen wir ihn sozusagen dann richtig, wenn wir sagen, Sie machen Ordnungspolitik, sollen sich raushalten? Marionette heißt sozusagen nicht, Sie ziehen die... Die Strings sozusagen. Also zunächst mal ist das großartig, Wolfgang Krupp zuzuhören. Er versteht ja Unternehmertum als eine Art Samurai-Kampfsport. Ja. Bis in den Tod. Bis hin dazu, dass man sich in das Schwert zu stürzen hat. Also das finde ich großartig. Und das zeigt, Spaß beiseite, zeigt eins, dass man über diese Tugenden und die Marktwirtschaft unserer deutschen Prägung, das ist ja nicht ein kaltes Set von Spielregeln. Das ist eine Mentalität, die dahinter steht. Das sind Werte, Haltungen, Auffassungen, Weltanschauung. Dass man die nicht nur ganz nüchtern vortragen kann, sondern auch mit der Vibration einer Leidenschaft. Und mir fehlen solche Köpfe der Wirtschaft mehr. Es dominiert eher der freundliche Grüße, der Manager-Söldner, der gar nicht selber Unternehmer ist, sondern in Wahrheit ja nur höchstbezahlter Angestellter ist. Ohne Haftung, und das ist nicht die Wirtschaft. Und ich erlaube mir den zweiten Hinweis, dass nach meiner festen Überzeugung, wenn wir über Probleme mit der Verantwortung in der Wirtschaft sprechen, wir den allergrößten Teil unserer mittelständischen Familienbetriebe ausnehmen sollten. Denn die haben eine ganz andere Perspektive, sind orientiert darauf, das Geschäft zu erhalten, im Generationenverlauf weiterzuergeben, also eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts zum Ziel haben, anders als gewisse börsennotierte Konzerne, die vor allen Dingen die Maximierung des Quartalsgewinns im Blick haben müssen, weil die individuelle Vergütung der Vorstandsmitglieder auch daran gekoppelt ist, zumindest in engen Zyklen. Und auf diese Unterschiede muss man hinweisen und auch politische Konsequenzen ziehen. Ich glaube, dass wir, was die wie man sagt, Governance von börsennotierten großen Publikumsgesellschaften, dass wir bei Banken, dass wir bei Konzernen noch einiges zu tun haben, um diese ordoliberalen Regeln wiederherzustellen. Wir dürfen diese Unternehmen auch nicht aus dem gesellschaftlichen Gespräch entlassen. Ich bedauere, dass ich nochmal auf die Deutsche Bank zu sprechen kommen muss. Aber es gibt vielleicht auch andere Beispiele, das habe ich vor Augen. Ich will auf Folgendes hinaus. Der Begriff Verantwortung, über den wir hier gesprochen haben, der drückt sich rechtlich in der Haftung aus. Aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch schon, wie ich finde, verantwortbar und legitim. Und deshalb reicht es nicht alleine, nur jetzt Haftung zu schaffen als natürliche Risikobremse. Ich wünsche mir auch eine Mentalität ehrlicher Kaufmannschaft zurück. So wie der alte Buddenbrock gesagt hat, mach nur die Geschäfte, die dich nachts ruhig schlafen lassen. Also für die du Gründe hast, wo du Gründe angeben kannst für deine Entscheidung. Ich bin kein Freund der Einschränkung der Vertragsfreiheit. Jeder soll in Freiheit entscheiden können. Aber wenn man keine Gründe mehr für sein Handeln angeben kann, dann ist das Willkür. Also man braucht einen Grund, der vor Gemeinwohl, vor gesundem Menschenverstand, religiösem Gefühl standhält, den man angeben kann. Und jetzt komme ich auf die Deutsche Bank, das Beispiel. Ich kann für ein Unternehmen Gründe sehen, wenn es Leute entlassen muss, um das Unternehmen dauerhaft zu erhalten. Da ist nicht sozial, einfach alle im Unternehmen zu halten, selbst wenn das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht hergibt. Wer das fordert, der will im Grunde DDR. Da kann man Gründe für sehen. Man kann Gründe für hohe Gehälter sehen, einverstanden. Kann man teilen die Gründe oder nicht. Aber mir fällt kein Grund ein, mit dem man rechtfertigen konnte, dass ein einzelner Händler der Deutschen Bank bei einem Devisenkommissionsgeschäft, wo der keine Intelligenz und kein Risiko eingehen musste, nur weil er mit der Computermaus eine Position von rechts nach links geschoben hat, dafür 80 Millionen Euro Honorar bekommen hat.
Das ist rechtens. Das ist auch die gute Vertragsfreiheit der Deutschen Bank, solche Verträge mit ihren Beschäftigten abzuschließen. Aber mir fällt kein Grund ein, der das vor dem gesunden Menschenverstand rechtfertigen würde. Und deshalb ist das ein verantwortungsloses Handeln, das man auch öffentlich kritisieren muss. Herr Lindner, ich möchte zu der Deutschen Bank, das hat ja alles mit Verantwortung und Haftung zu tun. Wissen Sie, wenn der 80 Millionen verdient und im Prinzip die alle, die das gekauft haben, frohlocken und sagen, was sie Tolles gekauft haben, ist das ja in Ordnung. Nur wenn die alle am Schluss den Scherbenhaufen aufräumen müssen, dann war das bei mir schon früher so, dass ein Vertreter hat selbstverständlich, wenn er einen Auftrag geschrieben hat, ich habe allerdings die Preise vorgegeben, wenn der einen Auftrag geschrieben, nicht der Vertreter macht die Preise, sondern ich habe sie gemacht und wenn er verkauft hat, hat er seine Provision gekriegt. Wenn der die höchste Provision hatte, den habe ich gelobt und vorne hingestellt und gesagt, der beste Vertreter. Wenn aber ein Kunde nicht bezahlt hat, war das genauso selbstverständlich, dass die Provision als erstes abgezogen wurde und fertig. Denn mit einem nicht bezahlten Auftrag gab es nicht. Also das heißt, es geht zurück auf die Haftung. Aber lassen Sie mich etwas sagen zu dem, was Sie gesagt haben. Sie haben, das unterstütze ich nicht ganz, dass diese mittelständischen Unternehmen im Prinzip mal Leute entlassen müssen. Ich darf das nicht mit Stolz sagen, sondern als für mich selbstverständlich, dass ich 46 Jahre jetzt das Unternehmen verantworte. Und in meinen 46 Jahren, wie Sie ja netterweise oder Sie, Herr Dr. Professor Moller, gesagt haben, nie eine Stunde kurz gearbeitet, nie eine Person entlassen habe. Das, und jetzt bin ich in einer Branche, die zum Tode verurteilt ist. In Bollarding gab es 26 Firmen. Und jeder, und ich sag mal, aus heutiger Sicht sind dort damals, wenn der neue 600 aus heutiger Sicht rauskam, 8 gefahren. Und da war nur die Frage, wer hat ihn zuerst? Das waren alles Textilunternehmer. Und jeder hatte eine Villa. Jetzt haben nur noch das, wieder 600. So, und jetzt kommt... und jetzt kommt eins. Sie haben alle dem Größenwahn gedient oder aber den Wandel der Zeit nicht erkannt. Und deshalb muss es aufhören in der Politik. Wachstum, wir brauchen Wachstum. Aber das, was gepredigt wird, ist ja gesponnen. In einem bedarfsgedeckten Europa ein Wachstum zu sehen, das in Form von Umsatzwachstum gesehen wird, ist tödlich und führt zu diesen Entlassungen. Wie ich werde niedergemacht, einmal in einem Artikel vom Handelsblatt von so einem jungen Spund. Ich war da nicht kleinlich, aber ich lebe ja heute noch. Ich hatte da kein Problem, weil das, was er gesagt hat, war nicht wahr. Es ist ja erst ein Problem, wenn es wahr ist, was er sagt. Ja? Also deshalb sage ich... der gesagt hat, ich würde nicht, der schrieb als Überschrift, Krupp gibt so ungefähr, macht große Worte und hat nicht erkannt, dass seine Firma längst den Anschluss verloren hat. Weil ich eine Kapazität 1999 zum letzten Mal erweitert habe und mir dann geschworen habe, New Economy Krise und was weiß ich alles, das ist in meinem Leben das letzte Mal, dass ich meine Kapazität erweitere, denn die Kapazität erweitern heißt Umsatz plus, aber auch ich brauche mehr Aufträge. Und früher war das Schwierigste, eine Arbeitskraft zu kriegen oder eine neue Maschine. Heute ist das Schwierigste, einen Auftrag zu kriegen. Und deshalb bin ich Egoist und habe gesagt, das ist das Schwierigste, also werde ich mir da selbst eine Falle legen. Die Kapazität bleibt, aber wir haben das Wachstum in der Innovation. Das heißt, ich gebe ein Produkt, das ich vor 5 Jahren noch toll verkauft habe, mit Gewinnen. Und ich merke, dass das mein Kollege und nicht Konkurrent in China besser macht oder billiger macht. Das gebe ich ab und dafür muss ich neue, innovative Produkte oben ansetzen. Und da haben Sie auch. Und dann habe ich den gleichen Umsatz, aber ich habe keine Verluste. Die Leute machen Umsatz plus und Verluste. Das heißt, ein Zalando, wenn ein Herr Haupt von Tengelmann oder ein Herr Holzbrink solchen Leuten Millionen und Abermillionen vor die Füße schmeißen, solchen jungen Leuten, damit sie pokern an der Börse und sagen müssen, wir haben noch nie schwarze Zahlen geschrieben. Die wissen gar nicht, wie man mit dem umgehen kann. Wissen Sie, dann hat das mit der Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Dann brauchen wir ein Verständnis, dass er verantwortlich ist, der Unternehmer, für das, was er tut. Und deshalb heißt Wachstum für mich nicht Leute entlassen. Ich bin verpflichtet, nicht, ich sag mal, die Maschine laufen zu lassen. Meine Aufgabe ist es, den Wandel der Zeit zu erkennen. Ich musste 3-mal in meinem Leben alle Kunden austauschen. Weil die versagt haben, nicht ich. Die haben versagt. Wo sind die Kaufhauskönige? Wo sind die Versandhauskönige? Außer Otto und Klingel und Bader sind sie pleite gegangen. Genau. So. Und wo sind die? Und die SB-Leute, da war ich SB, dann bin ich Discounter. Die haben dann billig gekauft und dann musste ich am Schluss nicht aus Wachstum und Gier und Größen.
die Handelsfunktion selbst übernehmen, weil meine Kunden das nicht mehr gemacht haben. Und das ist meine Aufgabe, zu sehen, was macht der Markt, was ist heute so und was ist morgen anders. Und wenn ich das rechtzeitig sehe, dann muss ich keine Leute entlassen. Wenn ich aber Tier- und Größenwahn habe und ich sage jetzt mal, ich habe Chrysler in Amerika gekauft und AEG und Focke, dann muss ich Leute. Nur, dass wir nicht in die falsche Richtung stürmen. Also ich habe eben den Hinweis gemacht, dass Unternehmen gelegentlich Beschäftigung abbauen müssen. Nicht als Empfehlung oder Wertschätzung, sondern nur im Zusammenhang, dass man dafür Gründe angeben kann und andere Maßnahmen eben aus meiner Sicht verantwortungslos sind. Aber das ist nicht das Thema. Wir wünschen uns Beschäftigungszuwachs und würdigen, wenn Unternehmen auch in der Krise, wie wir das ja in den letzten Jahren gesehen haben, eher Gewinne reduzieren oder auch Unternehmer aus ihrem Eigenkapital, aus dem Privatvermögen noch was einlegen, um Beschäftigung zu erhalten. Dafür haben wir auch Instrumente wie Kurzarbeit gemacht. Finde ich übrigens nicht ehrenrührig, wenn ein Unternehmen Kurzarbeit beantragt hat. Anerkennenswert, denn sie es nicht müssen, aber die dürfen das. Ich will gern aber Ihren Punkt Wachstum aufnehmen. Für mich ist das sehr überzeugend, wie Sie Ihr Unternehmen aufstellen und sagen, also für uns ist jetzt das Umsatzwachstum nicht entscheidend. Wir wollen in einem hochwettbewerblichen Umfeld uns behaupten. Deshalb, wir setzen auf Innovation, auf höherwertige Produkte bei gleicher Kapazität. Also das ist anerkennenswert. Der Erfolg über Jahrzehnte in dieser schwierigen Branche gibt Ihnen da absolut recht. Deshalb will ich nicht über Ihr Unternehmen, sondern generell über unsere Gesellschaft und über Europa sprechen, weil man Ihr Plädoyer möglicherweise missverstehen könnte, als sei es eine Unterstützung dessen, was gegenwärtig unser Zeitgeist ist. Der Zeitgeist ist nämlich auf Wachstumsskepsis geeicht. Die hochgeschätzte Frau Bundeskanzlerin hat jetzt gesagt, sie wolle zukünftig einen Bruttoglücksindex für Deutschland, weil sie nämlich mit der Orientierung am Bruttoinlandsprodukt alleine gar nicht zufrieden sei. Ich muss Ihnen sagen, mein persönliches Glück, das diskutiere ich mit meiner Frau und nicht mit Frau Merkel. Frau Merkel soll für eine ordentliche wirtschaftspolitische Situation in Deutschland arbeiten, aber nicht privates Glück vermessen. Es gibt generell eine gewisse Wachstumsskepsis in unserem Land und die verstehe ich nicht. Die angeblichen Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome Anfang der 70er Jahre beschrieben hat, in diesem berühmten Bericht, die sind danach immer wieder durch Spitzentechnologie und Spitzendienstleistung vom menschlichen Geist überwunden worden. Immer wieder. Denn Wachstum heißt ja nicht, wie uns immer Glauben gemacht wird, das sei nur mehr Ressourcenverbrauch oder das sei mehr Kapazität, sondern es kann ja auch mehr Qualität sein. Dadurch, dass wir... Das habe ich ja gesagt. Innovatives Wachstum kann aber auch zu mehr Umsatz führen. Wer hat denn vor Jahren und Jahrzehnten, wer hat Mitte der 90er Jahre geglaubt, was für ein riesiger Markt entsteht bei der Liberalisierung der Telekommunikation und bei der Digitalisierung der Gesellschaft? Ein enormer Markt, kostet aber keine zusätzlichen Ressourcen, schafft aber neue Wachstumsmöglichkeiten. Und deshalb sollten wir diese Wachstumsdiskussion in unserem Land mit Innovationen verstehen und nicht mit zusätzlichem Ressourcenverbrauch. Denn verderre ich nochmal, wir brauchen dringend Wachstum. Und zwar auch pro Kopf Bruttoinlandswachstum, Wirtschaftsleistung. Und wissen Sie warum? Weil im Jahr 2040, 2050, 2060 wir in Deutschland noch 60 Millionen sind. Und von denen ist der größere Teil im Ruhestandsalter. Das heißt, diejenigen, die dann beruflich aktiv sind, müssen pro Kopf enorm viel mehr Wirtschaftsleistung haben, damit wir unsere Sozialsysteme, unseren Staat, all das, was in Deutschland das Leben lebenswert macht, weiter unter Feuer halten können. Wenn man sich jetzt bescheidet mit dem Niveau, was wir haben, und wir schreiben das für unsere Gesellschaft in die Zukunft fort, dann bedeutet das, Adam Riese kann man nicht überlisten, bedeutet das bei einer anderen Erwerbsverteilung in unserem Land, dass wir kollektiv schleichend verarmen. Und deshalb brauchen wir eine Politik, die vernünftige Rahmenbedingungen auch für wirtschaftliche Prosperität schafft und das nicht alles nur als Durchökonomisierung geschmäcklerisch ablehnt. Es ist geradezu ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, das Wachstum der Gesellschaft zu erhalten. Herr Grupp möchte kommentieren, aber ich habe eine Nachfrage und zwar zum Modell Bullerdingen. Ja. Das Modell Bullerdingen, was wir sehen von Herrn Grupp, was darauf aufbaut, dass der
Chef seine Leute kennt, dass die auch, dass er die straff führt, sind ein Patriarch natürlich in ihrem Unternehmen, der Verantwortung auch spürt für seine Leute, ist dieses, und der dann aber auch setzt auf keine Wachstumsstrategie Moment, mehr. Das dürfen Sie, darf ich das noch schön einwenden? Ja. Sie haben ja vollkommen recht. Sie sind nicht missverstanden worden. Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Nur ich bin in einer Branche, wo ich sage, gucken Sie doch mal in Ihren Schrank. Völlig klar. Ob Sie überhaupt noch ein Wachstum brauchen im Textilen. Ich habe meine Branche. Ja, wenn ich in der tolle Kommunikationsbranche bin, ist das ja was ganz anderes. Völlig klar. Aber damit darf die Verantwortung für die Arbeitsplätze, die ich hier habe, nicht so sein, dass ich heute riesenhaft wachse, morgen 1000 Leute entlasse und übermorgen wieder wachse und 1000 Leute entlasse. Völlig das klar. Haben unsere Mitmenschen nicht verdient. Völlig wir müssen kontinuierlich, wenn wir in der richtigen Branche sind, wachsen und die Leute, die 20, 30 Jahre ihre Pflicht erfüllt haben, mitnehmen völlig mit dem Wachstum. Das völlig ist meiner Meinung. Sind wir völlig klar. Also ist einer es, Meinung. Ist es ein Nullwachstumsmodell? Nein, wir haben ja Wachstum, nur innovativ. Wachstum. Nur nicht Stückzahlwachstum, also kein Kapazitätswachstum. Okay. Ich habe innovatives Wachstum, das brauche ich, denn sonst könnte ich morgen nicht mehr überleben. Ja. Weil ich brauche ich muss etwas machen, was der Chinese nicht macht. Und dem bin ich 5 Jahre voraus. Wenn ich aber, nehmen Sie mal die Verantwortungslosigkeit unserer Solarbranche. Solar wurde in Deutschland erfunden. Und was haben diese Größenwahnsinnigen gemacht, weil sie zu faul waren zu arbeiten und ihre Leute zu beschäftigen, sind sie ins Billiglohnland, haben es ausgelagert und jetzt nehmen ihnen die Butter vom Brot und dann machen sie pleite hier. Die müssen aufs Schafott. Und die müssen dort rein, wo der Hoeneß jetzt sitzt. Und ich sage jetzt mal, da müssen die rein. Also 100% Bollardingen, wäre das die soziale Marktwirtschaft, die wir brauchen? Ja, ich glaube, dass man 100% Bollarding realistischerweise in Deutschland nicht erreicht, weil das lebt natürlich von einem Unternehmensführer, einem Leader, einem Patriarchen, wie Sie sind. Sie sind aus Düsseldorf, das würden die Düsseldorfer natürlich nie akzeptieren, dass Sie 100% Bollarding werden. Nein, aber es lebt von den Typen und ich glaube im Übrigen auch, die Gesellschaft verändert sich. Wenn wir von hochqualifizierten Menschen sprechen, sind ja nicht alle Unternehmer. Und also ich betrachte mich auch als Unternehmer, ich will es mal so rum lieber sagen. Ich betrachte mich auch als Unternehmer, weil ich unternehmerisch denke und handle, aber ich arbeite im Staat. Also unternehmerisches Handeln ist nicht auf Selbstständige und Freiberufler alleine bezogen. Also jeder, der nicht unterlässt, sondern anpackt, ist für mich ein Unternehmer. Und davon brauchen wir mehr vom Modell Grupp mit Verantwortung und Leidenschaft und auch einer kantigen Meinung. Dieses ängstliche Duckmäusertum in Deutschland geht mir nämlich auch sehr auf die Nerven. Man muss auch Dinge klar ansprechen, wie Sie das tun. Das allein verdient schon Respekt. Ja, also Modell Bollardingen 100% geht nicht, aber ist das der rheinische Kapitalismus? Ich meine, Sie haben keine Gewerkschaften, gell? Sondern das machen Sie alles sozusagen. Also Sie haben vorhin einen Satz gesagt, die Mitarbeiter wollen keine Gewerkschaften. Die Politiker sein, die Marionetten der Unternehmer. Die Gewerkschaften sind so stark, so schwach der Unternehmer oder so schwach, so stark der Unternehmer. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern alles das geben, was Sie ihm bei der Einstellung versprochen haben, dann ist es mindestens so bei uns im Schwabenland. Nehmen wir an, die wären Mitglied, dann fragen die am Schluss, zu was sie den Mitgliedsbeitrag bezahlen, denn die Gewerkschaft kann ihnen mehr nicht besorgen als das, was man vereinbart hat. Wenn ich aber Weihnachtsgeld versprochen habe und es plötzlich nicht mehr zahle, und wenn ich den Stundenlohn, die Tariferhöhung nicht bezahle und wenn alles das ist und von der Politik sogar noch zugestanden wird oder den Tarifparteien zugestanden wird, dass der Versager die Lohnerhöhung nicht bezahlen muss und der Idiot, der nicht versagt hat, der muss sie selbstverständlich bezahlen. Das heißt, damit wird ja forciert, dass man versagt, weil man ja dafür die Kosten nicht bezahlen muss. Wissen Sie, wenn solche Dinge laufen, dann ist klar, dass ich sage jetzt mal, das nicht ist und wenn ich alles erfülle, bei mir ist kaum einer in der Gewerkschaft. Und wenn wir einmal in anderthalb Jahren eine Betriebsversammlung haben, Betriebsrat habe ich, den brauche ich, weil das brauche ich, der muss mir die sinnlosen Probleme, die da immer wieder sind, problemlos abnehmen. Und wenn ein gravierendes Problem ist, dann muss er rechtzeitig auf mich zukommen. Den brauche ich. Nur, ich hatte einen katastrophalen Betriebsrat, als ich in die Firma kam. Und dann habe ich mich gefragt, wie solche Idioten in Betriebsrat gehen können. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, nicht weil ich studiert habe, sondern weil ich in der Volksschule war und da vieles gelernt habe, was die Studierten nicht mehr wissen. Ich sage mal, da habe ich festgestellt, warum ist die Blöde in dem Betriebsrat? Und wie wird die überhaupt gewählt? Dann habe ich festgestellt, dass die guten Leute gar nicht interessiert waren, sich aufstellen zu lassen. Weil die gesagt haben, ach, mit dem Zeug und mit dem Hin und Her will ich gar nichts zu tun haben. Und die, die zu Hause noch nie was zu sagen hatten, die hatten jetzt eine Chance, endlich mal was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, das passiert mir nicht noch einmal.
bin bei der nächsten Betriebsratswahl, habe ich gesagt, ich werde jetzt die Leute werde ich also besagen, sie sollen den Betriebsrat sich aufstellen lassen. Dann haben die gesagt, Herr Grupp, das will ich nicht, die guten Leute. Das will ich nicht und das gibt Probleme. Dann sage ich, wenn Sie drin sind, gibt es keine. Am Schluss haben die mir den gefallen kann, haben sich aufstellen lassen, wurden gewählt. Und deshalb ist mein Betriebsratsvorsitzender jetzt seit 35 oder 40 Jahren Betriebsratsvorsitzender. Verstehen Sie, der ist aber noch keine 60. Also weil der mit 14 ins Unternehmen kam. Verstehen Sie, das muss man wissen. Und deshalb sage ich, und das sind unsere Leute, die im Prinzip Probleme lösen und nicht Probleme machen. Und ich brauche einen Betriebsrat, damit er Probleme löst und nicht macht. Und deshalb hat die Gewerkschaft, anderthalb Jahre haben wir eine Betriebsratssitzung, da kommt die Gewerkschaft, ich bin ja IG Metall, weil die ist ja angegliedert, ja? Weil die Textilgewerkschaft gibt es nicht mehr, weil die anhand mit den Betrieben untergegangen ist. Und da haben sie mich der kleinen IG Metall angegliedert. Und dann kommt da einer von der IG Metall, der ist sehr brav, weil der ja froh ist, dass ich meine Leute beschäftige, verstehen Sie, und nicht auch entlasse wie die anderen. Und dann lobt er mich, ich lobe ihn und die Betriebsratsvorsitzende, je nach Werk, wir loben uns gegenseitig. Das dauert eine Stunde und dann ist das Ding rum. Also Harmonieveranstaltung, in die sich treffen mit dem Betriebsrat. Ist ja auch gut, wenn es die Harmonie gibt, wenn die ihre Beschäftigten zufrieden sein können. Aber ist das eine Position, die Sie mitnehmen könnten in Gespräche zu den Gewerkschaften, zur Sozialpartnerschaft? Ja, sicher. Ich will drei Dinge noch kurz sagen zu Stichworten, die wir hatten. Erstens Solar. Die Kritik habe ich gehört. Ich will aber die Politik nicht aus der Mitverantwortung da entlassen, Herr Grupp. In Deutschland war es doch so, dass wir in einer aberwitzigen Weise bis jetzt noch erneuerbare Energien subventionieren. Die FDP hat bedauerlicherweise es nicht vermocht, das zu ihrer Verantwortungszeit hinreichend schnell zu stoppen. Jetzt haben wir eine große Koalition, die könnte es, tut es aber noch nicht. Diese aberwitzige Übersubventionierung hat dazu geführt, dass die Deutschen anfangs Pioniere im Bereich der Solartechnik, dass die sich einfach darauf konzentriert haben, die Garantierenditen abzusahnen. Und für diejenigen, die ein Ding aufs Dach stellen wollten, hat sich das über die Subvention wunderbar gerechnet. Da sind die Unternehmer nicht mehr aktiv gewesen in der Innovation, die sind nicht mehr effizienter geworden, die haben sich auf die Subvention verlassen. Und plötzlich... Das ist eben falsch. Und plötzlich kommt der chinesische Anbieter und ist genauso gut, aber günstiger. Wir hätten die Subvention gar nicht in der Höhe auszahlen sollen. Wir hätten sie gar nicht. Die Unternehmer können eine Subvention nehmen und investieren in Innovation. Sie haben recht. Der Staat ist aber nicht verpflichtet, Subventionen zu zahlen und überhaupt zu verführen, sich daran zu gewöhnen, dass man staatlich alimentiert wird. Das Ergebnis ist nämlich Schaden. Ja. Zweiter Punkt, dritter Punkt noch. Und der zweite Punkt, den Christopher Gohl angesprochen hat, rheinischer Kapitalismus. Du hast es jetzt nicht wir dürfen uns duzen, Herr Grupp, wir sind schon länger befreundet. Ja. Ich duze mich mit meiner Frau auch. Kennen Sie auch schon länger. Ja. So gut sind wir auch nicht. Ja. Das unterscheidet Sie von Jacques Chirac, der seine Frau immer noch sieht. Ja. So, die Franzosen eben. Die Franzosen. Naja, aber ist ein Stichwort gefallen, du hast es nicht weiter ausgeführt, das für mich aber wichtig ist aufzugreifen, weil es verklärt ist, nämlich das Wort vom rheinischen Kapitalismus. Wird immer so nett von gesprochen, ja Mensch, früher, da gab es den rheinischen Kapitalismus. Das heißt, hieß nichts anderes, der rheinische Kapitalismus, anders als hier in Baden-Württemberg übrigens, da gab es keinen rheinischen Kapitalismus. Das war die Verbindung von Schwerindustrie und Politik, teilweise mit Gewerkschaften, teilweise Gewerkschaftsfunktionären, sage ich besser, zu Lasten von Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätzen. Also insofern, rheinischer Kapitalismus als Modell der sozialen Marktwirtschaft ist verklärt, weil da diskret Macht ausgeübt worden ist und man nicht wusste, von wem und zu welchem Zweck. Und wenn eine Sache zu uns als Liberalen im Kern gehört, dann ist das die Ballung von Macht, die sich nicht demokratisch oder im Wettbewerb rechtfertigen muss, kritisch zu sehen. Das darf es nicht geben. Und die dritte, ja, Jürgen, wenn du das auch so siehst, dann musst du kein Schweigegelübde ablehnen. Ja. So, und zum Thema Gewerkschaft kann ich nur in aller Kürze sagen, da hat die FDP in der Vergangenheit, wie ich finde, einen schweren Fehler gemacht, das Verhältnis mit den Gewerkschaften nicht auf einen guten Austausch auszurichten, weil wir in Deutschland insgesamt enorm von dem Betriebsfrieden profitieren wirtschaftlich. Da haben die Gewerkschaften einen hohen Anteil daran.
wieder der Blick nach Frankreich, wie viele Streiktage im Jahr es dort gibt, auch die Entwicklung der Tarifpolitik seit Mitte der 1990er Jahre hat zur Wettbewerbsfähigkeit mehr beigetragen als Agenda 2010. Es waren kluge Gewerkschaftler und ich glaube, dass beispielsweise die IGBCE, Bergbau, Chemie, Energie, das ist die fortschrittlichste Gewerkschaft der Welt, die in vielen Punkten mit uns als Liberalen einer Meinung sind, weil die den Ökofundamentalismus der Grünen und die grassierende Technologieskepsis Deutschlands genauso wie wir kritisieren. Also sollten wir eher solche neue Verbündete suchen, als uns kleinliche Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften als Liberale zu leisten. Ja. Noch ein Fragenkomplex an Sie beide oder eine Hauptfrage, das Modell Bullerdingen und die Zukunft, die in der globalisierten Wirtschaft, die auch in der digitalisierten Wirtschaft. Und dann will ich die Fragen auch öffnen für Sie alle hier. Sie sind kein Internet-User. Ich glaube, Sie haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. Mittlerweile haben Sie vielleicht eine. Ich bin kein Internet-User, weil ich von dem Ding nichts halte. Ja. Weil ich sage, aber jetzt darf ich meine Frage noch stellen. Genau. Die dürfen Sie gleich nur davor weg. Selbstverständlich haben wir das Internet ganz vorne dran gesetzt. Das war meine Aufgabe, dass ich vor 8 Jahren einen Online-Shop und alles eingerichtet habe. Ich halte davon nichts. Wissen Sie, wenn ich etwas einrichte, muss ich es ja nicht auch selber befürworten. Denn ich bin der Meinung, unsere Gesellschaft hat per Saldo mehr Schaden über das Internet als Positives. Das würde ich mal sagen, denn das Wirtschaftswunder ist ohne Internet gesagt. Das müssen wir wahrscheinlich nachher noch weiter diskutieren, aber dann in einem kleinen Kreis. Sie hatten auch gesagt, glaube ich, Twitter-User oder Twitter-Nutzer sind Idioten. Da gibt es so ein schönes Zitat von Ihnen. Wenn ich das sehe, was da alles von sich gegeben wird, dann kann ich nicht sagen, das sind die intelligentesten unserer Welt. Ja, die Frage, auf die ich raus will, ist natürlich, da ist ein digitaler Wandel. Und da ist auch ein Wandel, ich meine, Ihr Sohn hat ja auch jetzt in London studiert. Macht Ihr Sohn alles das, was Sie gemacht haben, in Zukunft weiter oder will der, kann der sich anders aufstellen? Also anders gesagt, hat dieses Modell, small is beautiful, ich schaue, dass ich alles kontrolliere. Ja, Sie wollen nicht mehr wachsen, auch weil Sie sagen, ich kann mein Unternehmen so besser kontrollieren. Wenn es größer wird, dann entgleitet mir das. Ja, Job gehört nicht mehr Job, Jill Sander gehört nicht mehr Jill Sander und so weiter. Aber ist das in wachsenden Märkten, in einem Europa, in einem digitalisierten Europa auch, hat dieses Modell Zukunft? Also ich möchte macht sagen, Ihr Sohn alles so wie Sie in Zukunft? Wenn ich heute sage, ich habe meine Firma gemacht und die ist jetzt toll und die ist eine Weltfirma in New York und überall kennt man sie und am Schluss gehört der Laden nicht mehr, dann ist das so ähnlich. Ich war lange Junggeselle und habe erst mit 46 die Chance bekommen, aber ich habe immer gesagt, egal wie alt sie ist, meine Frau muss Anfang 20 sein. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hätte sie so toll gemacht, dass am Schluss ich nur noch 5% dran darf und 95% sind die anderen dran. Ich sage jetzt mal, das wäre fatal. Das ist meine Firma und ich habe mal salopp gesagt, als man gesagt hat, als ich glaube Müllermarkt oder irgendeiner war es, der musste mit Douglas irgendwas war, hing da zusammen, der musste Aktien verkaufen, damit ein Investor dem seine Firma nicht wegkaufte oder die Dinge umnahmen. Da habe ich salopp gesagt, selbst Bill Gates könnte Trigema nicht kaufen, wenn ich nicht Ja sage. Und das ist für mich mehr wert, als dass ich morgen eine Milliarde mache und mir gehört der Laden nicht mehr. Wissen Sie, und deshalb sage ich, wir brauchen kleinere Einheiten. Der Mittelstand sind kleinere Einheiten, überschaubar. Wir haben eine bedarfsgedeckte Wirtschaft. Mal abgesehen, wenn ich heute sage, ich kann jetzt im Ausland ein Auto verkaufen, China, das sind Märkte, wo ich wachsen kann. Nur mein Produkt ist ein bisschen schwieriger in China, weil da sind die auch Firmen. Also ich muss nur sehen. Deshalb sage ich, ich brauche im Prinzip kleinere Einheiten, die sind steuerbarer, flexibler, aber wenn ich Riesenkolosse habe und dann in der Raschauer durch Stuttgart fahren soll, dann wird es eben schwierig. Und deshalb muss die Verantwortung zurück. Wissen Sie, ich bewundere einen Aldi. Ein tolles Unternehmen, weltweit aufgestellt, toll. Nur ich bedauere die Familie, dass man sagt, die Kinder ist von vornherein schon weg. Ich kannte noch Theo Albrecht. Ich habe ja mit Albrecht mal zu der richtigen Zeit damals, ich habe viel Geld verdient mit Aldi und habe rechtzeitig Nein gesagt, als die Hausmarken wollten. Das konnte mein Freund in China besser oder mein Kollege. Und da habe ich auch Nein gesagt. Man muss auch mal Nein sagen können. Und da haben wir uns freundschaftlich getrennt. Ich kannte noch Theo Albrecht. Aber dass seine Kinder überhaupt kein Anrecht mehr haben, in die Firma aktiv einzusteigen, nur noch im Aufsichtsrat sitzen dürfen und Sie mich jetzt fragen, das würde ich meinen Kindern nicht antun. Ich habe ein Testament gemacht,
nicht Manager und was weiß ich. Ich sage nicht, meine Frau ist blöd und meine Kinder sind doof. Denn dann müsste ich zugeben, dass ich doofe Gene habe oder ein anderer hat sie produziert. Verstehen Sie, meine Kinder sind nicht doofer oder kleiner als ich. Und wenn ich es kann, müssen sie auch können. Sie haben die Chance. Und die kriegen den Laden. Jetzt gehen wir. Und die müssen ihn übernehmen. Herrn Lindner, nur die Chance. Jetzt muss ich im Prinzip auch die Kinder hereinführen. Die müssen nicht. Mein Sohn hat mit 22 seinen Master in London gemacht. Meine Tochter mit 23 ihren Master in London gemacht, weil sie noch ein Praktikum dazu hat. Und jetzt sind sie seit letztem Jahr meine Tochter, sie ist 24 und dieses Jahr mein Sohn drin und müssen ihre Sporen verdienen. Die können alles machen. Die kriegen von mir alles. Ich habe noch nie gesagt, das kriegen sie nicht. Aber sie haben für alles, was sie kriegen, Verantwortung. Und sie können machen, was sie wollen. Sie können sagen, das, was der Vater macht, ist alles scheiße. Nur wenn sie ordentlich erzogen sind und die Firma heute noch positiv ist, dann glaube ich nicht, dass sie sagen müssen, es ist alles scheiße. Sie können aber alles drehen. Sie können alles drehen. Nur solange ich jetzt im Moment noch da bin, ich möchte mal sagen. Aber sie wollen es nicht drehen, weil sie Achtung vom Elternhaus haben. Und wenn hier bei Mittelständler die Eltern sagen, meine Kinder wollen das nicht, dann sage ich laut und deutlich, dann hat dieses Elternhaus versagt. Also. Die Eltern sind der erste Stolz der Kinder. Als ich im Internat war bei den Jesuiten in St. Blasien, dann hat jeder angegeben mit seinem Zuhause. Er hat gesagt, mein Vater hat ein Schloss, der andere hat einen Ferrari, der andere ist Diplomat, der andere hat eine große Firma. Und der nichts sagen konnte, war ganz kleinlaut. Jeder gibt mit seinem Elternhaus an. Wenn er aber mit seinem Elternhaus sich schämt, weil er sagt, blöd ist mein Vater, der ist doof oder was weiß ich und der macht alles falsch, dann stimmt in dieser Beziehung etwas nicht. Meine Kinder sind stolz auf ihr Elternhaus. Sie haben Achtung vor den Eltern und sie akzeptieren auch das, weil wir schon immer alles mit den Kindern auch diskutiert haben. Wenn sie mal da waren, erzählt haben, ich habe keine einzige Entscheidung getroffen, ohne dass die gesamte leitenden Leute hinter dieser Entscheidung standen. Jetzt? Weil ich sie diskutiert habe. Ja, und gut. So werden Entscheidungen gefällt. Meine Familie ist eingebunden und alles. Und dann haben wir gemeinschaftlich Verantwortung. Wenn ich aber gegen meine leitenden Mitarbeiter Entscheidung treffe, arbeiten die also automatisch dagegen. Kooperativer Führungspublikum, genau. Ich möchte das für Sie öffnen, für die Fragen, die Sie haben. Wir haben etwa noch eine halbe Stunde Zeit und ich würde immer zwei, drei Fragen auf einmal sammeln. 20 Minuten, genau. Würde immer zwei, drei Fragen auf einmal sammeln und dann müssten wir uns selber auch etwas begrenzen in den Antworten. Etwas disziplinieren. Genau. Wer streckt die Hand? Als erstes, vielleicht können Sie die Frage auch stellen, sonst die ich Herrn Lindner noch gestellt hätte. Nämlich die Frage, hat es Zukunft, also diese kleinen Betriebe in der globalisierten und digitalisierten Welt? Und ich bin Politiker, ich schaffe die Rahmenbedingungen. Ich kann nicht sagen, was Zukunft hat und was nicht. Das kann Frau Künast. Also wir überlassen es. Die weiß das. Die sagt also ja, ein Mittelstand, der sich positiv aufgestellt hat, der konstant den Wandel der Zeit erkennt, wenn der keine Chance mehr hat, dann hat keiner eine Chance. Denn wenn Sie den Wandel der Zeit erkennen, es ist die Frage, dann ist es doch, warum soll der keine Chance haben? Glaube ich auch dran, nur ich habe die Frage deshalb etwas mit der Pointe zurückgegeben, weil ich darauf hinaus wollte, dass Politiker Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit Persönlichkeiten wie Sie den unternehmerischen Erfolg in Freiheit suchen können. Aber wir haben leider eine gewisse Tendenz in Deutschland, dass auf die Frage von Christopher Gohl Politiker sagen, ja, ich meine, diese Branche hat eine Chance und Unternehmen der Größe aber nicht, denn wir brauchen solche Unternehmen. Das entscheiden und vertreten öffentlich Politiker, die ausschließlich im Staat tätig waren, als Schüler, als Studierende, als Lehrer, als Abgeordnete. Und da sage ich, das ist falsch. Sie sollten sich auf kluge Rahmenbedingungen konzentrieren, die auch mit ökonomischer Kompetenz setzen, aber nicht glauben, wie das jetzt wieder en vogue wird. Man könne im wahrsten Sinne des Wortes vom grünen Tisch die Wirtschaft planen. Das geht nämlich in die Hose. Wir sind eine Demokratie. So, da hinten. Frau Walz, ja. Genau. Frau Walz hier vorne und da hinten hat sich auch jemand gebannt. Sie kriegen ein Mikrofon. Da hinten sehe ich eine Dame, wo noch jemand von der Seite. Ja, Herr Lindner, Sie haben eigentlich nur so nebenbei erwähnt, wie viele Menschen in, sagen wir mal, 20, 30 Jahren in der Bundesrepublik noch im Erwerbsleben stehen werden. Wir haben im Augenblick die Diskussion um Zuwanderung. Was bringt uns die Zuwanderung?
wenn wir sie zulassen und was passiert, wenn wir die Zuwanderung nicht zulassen. Erste Frage, genau, dann haben wir eine Frage da hinten. Auch die Dame. Sehe ich noch eine dritte Frage, die ich dazu nehmen kann? Oder da hinten, genau, ich sehe sie da. Meine Frage geht in die gleiche Richtung, Altersvorsorge. Wir haben kritisiert die neue Rente ab 63. Es gab mal eine schöne Serie hier in der Stuttgarter Zeitung vor Jahren zum Thema, wir müssen viel länger arbeiten und graue Haare sind mal schick. Das war eigentlich die Frage, die ich habe. Müssten wir nicht eigentlich auch diskutieren, ob wir nicht bis 70 arbeiten? Und die letzte Frage, genau, zweimal demografischer Wandel sozusagen die Herausforderung. Vielen Dank. Eine Frage an Sie, Herr Lindner. Sie sagten gerade, man kann die Wirtschaft nicht planen. Da haben Sie völlig recht. Aber Sie haben implizit zumindest und am 6. Januar auch das ganze Stabilitätsprogramm der EU gerühmt und gesagt, das ist gut, das ist im Prinzip in Ordnung. Würden Sie das auch auf die monströse Verordnung zur Vermeidung der Ungleichgewichte beziehen? Das ist doch Planwirtschaft pur, was hier bereits verordnet und geltendes Recht ist. Nämlich einem Staat zu verbieten, Exportüberschüsse zu haben und den zu zwingen, die zurückzuführen. Das ist für mich in historischer Erinnerung die französische Planification. Fördern Sie das? Im Parlament, im Europäischen, hat Ihre Partei zugestimmt. Sind Sie heute noch der Meinung, dass das richtig ist? Vielen Dank. Also drei Fragen, die sich zunächst mal an den Politiker richten. Demografischer Wandel, Arbeit mit 70, haben Sie sich aber auch gleich was zu sagen? Also zu der Frage, es haben in der Tat im Europäischen Parlament auch Liberale und auch EVP-Abgeordnete dem damaligen Sixpack zugestimmt. Ja, dem Sixpack zugestimmt, da ging es um Stabilisierung. Ein Kompromiss. Das dahinterliegende Gleichgewichtsmodell, dass Staaten wie wir, die Exportüberschüsse haben, dass die bestraft werden müssten, weil man in Europa marktwirtschaftliche, ökonomische Gleichgewichte haben will, das teilen wir nicht. Im Gegenteil, das Bundeswirtschaftsministerium unter FDP-Führung hat in den vergangenen 4 Jahren immer, wenn solche Debatten aufkamen, dagegen gearbeitet und hat unser Exportmodell verteidigt, denn da kommt nicht nur unser Wohlstand her, wir betreiben ja auch Kapitalexport. Das heißt, es ist ja, sind ja immer zwei Bilanzen, die man sehen muss. Es kommt nur darauf an, was machen die Länder, die unser Kapital importieren mit dem Geld. Polen hat es genutzt, um in Infrastruktur zu investieren. Griechenland hat es genutzt, um den Konsum auszudehnen, ohne dass die volkswirtschaftliche Tragfähigkeit bestanden hat. Also ich halte unser Exportmodell weiter für zeitgemäß und ich halte eine Europäische Kommission, die sich nicht darum kümmert, die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Binnenmarkts insgesamt zu vergleichen mit China und den USA, sondern innerhalb Europas zu schauen, wer ist da stärker und schwächer, die halte ich für gestrig. Denn wir brauchen eine Politik, die dafür Sorge trägt, dass die Schwachen in Europa wieder an Stärke gewinnen und nicht, dass die Starken auch noch bestraft werden dafür, dass sie mehr arbeiten, mehr sparen, mehr investieren und innovativer sind. Ein falscher Anreiz. Die neue Bundesregierung hat leider auch hier die Position verändert, muss ich der Vollständigkeit halber sagen. Sigmar Gabriel hat in der Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht ausdrücklich den deutschen Export kritisiert und er hat die Politik der Großen Koalition, Mindestlohn und so weiter und so fort gerühmt dafür, dass dadurch ja unsere Wettbewerbsfähigkeit schlechter wird und der Exportüberschuss reduziert wird. Wir haben also zum ersten Mal in unserer Geschichte einen Bundeswirtschaftsminister, der Lob dafür erwartet, wenn er sich geschäftsschädigend für die Deutschland AG verhält. Das ist eine neue Qualität. Länger arbeiten bis 70, die Diskussion wird in anderen Gesellschaften in Europa bereits geführt. Lassen wir erstmal die bis 67 die Marke erreichen und dann auch mehr Flexibilität zulassen. Meine Lösung wäre, mein Vorschlag wäre, dass wir von diesem fixen Datum in der Perspektive wegkommen. Zu einer flexibleren Verteilung der Arbeit über das Leben. Wenn jemand mit 60 aus der privaten Vorsorge, aus der gesetzlichen Rentenversicherung bereits so hohe Ansprüche hat, dass er niemandem zur Last fällt,
dann soll der doch mit den korrekten versicherungsmathematischen Abschlägen problemlos und ohne Bürokratie in den Ruhestand gehen können, um im Ehrenamt zu arbeiten, sich um die Enkelkinder zu kümmern oder um vielleicht dann noch Teilzeit einen neuen Job anzunehmen. Arbeit und Teilrente. Und auf der anderen Seite, wissen Sie, habe ich das Gefühl, dass manche auch zu früh verabschiedet werden in Deutschland, die länger wollen. Ich werde niemals vergessen, wie ein nordrhein-westfälischer Wirtschaftsprofessor den Nobelpreis bekommen hat. Und ich saß beim damaligen Wissenschaftsminister Herrn Pinkwart im Büro und wir beide, ich war wissenschaftspolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion, einige Jahre her also, 2005, 2006 muss das gewesen sein, wir beide haben den angerufen und haben den dann erreicht, ein Mann von 69 Jahren, auf ja, in der Blüte der wissenschaftlichen Schaffenskraft noch, solchen Leuten wird in den USA ein neues Labor eingerichtet, damit sie am MIT weiter forschen. Wir haben den Mann angerufen, um ihm zum Nobelpreis zu gratulieren. Und hab ich gefragt, ja, wo erwischen wir Sie denn gerade? Und dann sagt er, ja, ich bin gerade im Institut meines Nachfolgeprofessors, der ist nämlich so liebenswürdig, mir noch einen 400-Euro-Job zu geben, damit ich die Büroinfrastruktur nutzen kann. Nobelpreisträger. Solche Leute verabschieden wir zu früh, sortieren die zu früh aus. Wenn die wollen, sollen die dürfen, aber keiner muss müssen. Und letzter Punkt. Letzter Punkt, die Zahl ist ganz eindeutig, wenn wir keine Zuwanderung bekommen, werden uns bis 2030, das ist quasi morgen, bereits 2,4 Millionen Erwerbstätige in Deutschland fehlen. Wenn alles so bleibt wie jetzt, 2,4 Millionen Arbeitsplätze, die fehlen. Nicht nur Ingenieure, möge sich jeder die Frage stellen, wer pflegt uns eigentlich, wenn wir mal älter sind? Wenn man nicht glaubt, dass wir Zuwanderung brauchen, wer pflegt uns eigentlich, wenn wir mal älter sind, in der älter werdenden Gesellschaft? Also 2,4 Millionen fehlen. Es gibt Reserven in der Bildungspolitik. Wenn in Köln 40% der türkeistämmigen Jugendlichen ohne Berufsabschluss bleiben, dann ist das eine riesige Begabungsreserve, mit denen wir Fachkräftemangel begegnen können. Im Übrigen ist das auch eine ethische Herausforderung und ein Anspruch, denen eine gute Lebensperspektive zu eröffnen. Und wir brauchen daneben qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland, orientiert an unseren Interessen. An unseren Interessen. Also nicht, wir öffnen die Tore für alle, sondern wir machen es so wie Kanada beispielsweise, dass wir schauen, wen laden wir ein, mit uns gemeinsam unseren Wohlstand zu verteidigen. Wer will mit uns gemeinsam das Leben gestalten, hier seine Kinder aufziehen? Wer akzeptiert die Werte unseres Grundgesetzes, unserer liberalen Verfassung? Wer das tut, der soll uns herzlich willkommen sein. Den laden wir ein, mit uns die Zukunft zu gestalten. Da schauen wir nicht, wo kommt er her, sondern wo will er mit uns gemeinsam hin. Die Frage, die wir uns allerdings stellen müssen, sind wir eigentlich so hinreichend attraktiv in Deutschland, dass die besten Köpfe zu uns kommen wollen? Mancher glaubt ja, man müsste das Zuwanderungsrecht ändern und dann kämen plötzlich die weltweit besten Köpfe zu uns. Ich warne Neugierige. Wir sind nicht so attraktiv, wie wir selber glauben. Denn jemand, der mit unbändigem Leistungswillen, beispielsweise aus Mittel- oder Osteuropa oder im pazifischen Raum, aus Asien, wenn der überlegt, ich will mein Leben woanders gestalten, weil ich bessere Aufstiegschancen habe, ich will Leistung haben, kommt er nach Deutschland? Deutsch ist eine Sprachhürde. Englisch wird überall gesprochen, also geht er eher in den angelsächsischen Raum. Der wird in Deutschland ordentlich belastet mit Sozialabgaben und Steuern. Und das bremst den sozialen Aufstieg auch für Qualifizierte hier im Vergleich zu anderen Ländern. Und nicht zuletzt, wenn der nach harter Arbeit vom VW Passat zum E-Klasse Mercedes aufgestiegen ist. An der Tankstelle kommt er an mit seinem Auto, das er sich hart erarbeitet hat. Wie sind die Reaktionen? Ist das die Reaktion der anderen, die ihn beobachten und sagen, großartig, mit der Mehrwertsteuer von dem Auto sind da hinten neue Spielgeräte im Kindergarten gekauft worden? Ist das die Denke in Deutschland? Oder ist nicht eher die Denke, dicker Schlittenangeber? Und dieses leistungsabstinente, leistungsfeindliche, aufstiegsskeptische Klima hindert natürlich auch Menschen, bei uns ihren individuellen sozialen Aufstieg zu versuchen. Da müssen wir uns verändern. Herr Grupp, auch die. Also generell zur Rente. Was mich gewundert hat, ist schon lange,
dass wir immer über die Rente sprechen und es für mich als Einfachdenkender an für sich normal gewesen wäre, dass wenn wir sagen, wir werden älter und bleiben gesünder, dass man automatisch gesagt hätte, wenn du heute in die Versicherung einbezahlst und dafür mehr Jahre bezahlt werden willst, dann musst du auch entweder eine höhere Prämie bezahlen oder du musst länger arbeiten. Also dass das die Politik nicht von Anfang an, wo wir älter geworden sind und auch weniger gearbeitet haben, Sie sprachen zu Recht von 48 Stunden und heute 40 Stunden oder 37 Stunden und so weiter. Das ist da schon ein Versäumnis der Politik von früher. Wenn wir aber jetzt sagen, darf der in Rente mit 63, 65 oder 67, dann bitte ich ein bisschen zu unterscheiden, ist das ein Akademiker, der erst mit 35, ich sag mal, eingezahlt hat, und erst mit, und ich sage mal, auch ich habe studiert und da war ich so gesundheitlich nicht so angekratzt oder sonst was von meinem Studium, dass das so hart gewesen wäre. Ja? Und wenn ich jetzt den vergleiche. Was haben Sie studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert in Köln. Wir haben die Düsseldorfer immer geschätzt. Und ich sage mal, da gibt es Akademiker, die mit 30 oder 35 ins Berufsleben einschalten. Da muss ich unterscheiden, ob der mit 63 das gleiche Recht hat. Aber wenn ich dran denke, dass ich, das war damals Usus, dass man gesagt hat, ein Fabrikantenkind darf Abitur machen und der andere hätte es geistig auch gekonnt, aber die Eltern hatten vielleicht das Geld nicht, der musste schon arbeiten, der ist mit 14 aus der Volksschule in den Betrieb gegangen. Dann, wenn ich sage, ich war 27, als ich ins Unternehmen kam, dann hatte der, der mit mir in der Volksschule war, schon 13 Jahre einbezahlt und hatte 13 Jahre an der Nähmaschine gesessen. Dass der eher ein Recht hat, in Rente zu gehen, ohne Abschlag, als ich, das dürfte wohl klar sein. Und das müssen wir berücksichtigen. Wir müssen die Leistung berücksichtigen und müssen wissen, was haben die Leute an Berufserfahrung. Und deshalb, wenn der 40 oder 45 Jahre Berufserfahrung hat, ob der 59 ist, mit 14 angefangen, oder ob der 79 ist, weil er eben lange gefaulenzt hat, das spielt keine Rolle. Das ist maßgeblich. Das ist also Punkt 1. Und, das war die zweite Geschichte war von Ihnen noch, ja, mit Ausländern. Ich möchte mal sagen, ich wollte zu der Bildung generell von Ihnen etwas sagen. Das haben Sie auch angeschnitten. Es ist fatal, dass eine Näherin mit Stolz zu mir sagt, nachdem die erste Tochter bei uns angefangen hat, irgendwo, wenn ich mit ihr ins Gespräch komme, Herr Grupp, meine zweite, da sage ich, was macht die zweite Tochter? Ja, die macht jetzt Abitur. Und dann brüstet sie sich und sagt, die macht Abitur. Wir müssen ganz klar sein, wenn wir alle meinen, wir müssten die Bildung in diese Richtung, dann ist er ein werter Mensch. Und wenn er kein Abitur hat, ist er ein unwerter Mensch. Dann haben wir morgen keine Leute für unsere Produktion mehr. Ich brauche Leute, gute Leute. Nee, ob die Abitur haben oder nicht, oder das interessiert mich nicht. Wir gucken auch die Zeugnisse danach nicht an. Wir brauchen Leute mit Verstand, die einen blauen Anton anziehen, Gummistiefel anziehen, in der Färberei arbeiten und dort eine super Leistung bringen. Und die höher bezahlt sind als die, die am Schluss am Schreibtisch sitzen und nicht wissen, wie sie den Tag rumkriegen. Also, ich muss mal ganz klar sagen, ich habe bei 1200 Mitarbeitern 32 in der Verwaltung. Das ist aber schwäbisch. Ich habe gemerkt, in der Verwaltung wird es ausgegeben, in der Produktion wird es verdient. Also habe ich gesagt, weniger Leute wird weniger ausgegeben, mehr in die Produktion. So. Das ist ein Modell, was wir in der Geschäftsstelle auch gerade probieren. Wir suchen krampfhaft Lehrlinge für Färberei. Wir suchen Lehrlinge für die Stoffherstellung. Wir kriegen noch sehr viele im Verhältnis. Aber es wird in der Färberei immer schwieriger und wo sie Schmutz kriegen und einen blauen Anton anziehen müssen und so. Wir fragen überhaupt nicht nach kaufmännischen Lehrlingen. Die haben ja nicht mal Abitur, aber ich sage jetzt mal kaufmännische Lehrlinge. Da kriege ich eine Masse hingeschmissen. Weil die Einbildung in Deutschland ist, wenn der am Schreibtisch sitzt, ist der ein Mensch anderer Klasse. Und das müssen wir abstellen. Ich brauche Leute, wir haben 100% Eigenstrom. Und ich sage mal, mein Elektrikermeister, der mit 14 angefangen hat, der bei uns dann die Lehrlingsausbildung und am Schluss den Meister gemacht hat. Wenn die Turbinen stehen oder ein Problem ist, dann macht er auch am Samstag Nacht in einer halben Stunde die wieder zum Laufen. Wenn Sie mich mit meinem blöden Studium fragen, dann würde überhaupt alles dunkel bleiben. Verstehen Sie? Ich sage jetzt mal. Und deshalb sage ich, brauche ich solche Leute. Und das muss die Politik wissen. Wir brauchen Produktionsarbeitsplätze in Europa.
Denn vom Abzocken und Beraten werden wir Europa nicht weiterbringen. Wir bringen uns weiter mit innovativen Produkten, die in unserem Heimatland produziert werden. Und zwar immer innovativ. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein. Und wir müssten das, und wenn Sie den Autoindustriellen, den Automobilfirmen sagen, wenn wir in den 70er Jahren, als ich, da hatte ich Angstträume, dass der freie Sonntag, autofreie Sonntag, zur Wirklichkeit wird, das war furchtbar. Man wusste, dass das Öl begrenzt ist. Und was haben die gemacht? Nichts. Das Elektroauto müsste von unserem Exportland Deutschland, führend in der Automobilbranche, längst schon lange vom Fließband laufen oder das entsprechende Ersatzauto. Dass die jetzt erst damit anfangen, ist ein Versagen der Industrie. Wir brauchen die Innovation voraus. Wobei, wenn Sie und das ist in Amerika, wobei, was wenn, die ja wenn mit Sie Internet vom 600er auf den 500er runtergehen, bleibt mehr Öl für uns. Ja? Jawohl, aber wenn ich mit dem... Ich habe zwei XL1 bestellt. Ein Liter fährt der. Ja. Die kriege ich vom Herrn Piech, kriege ich zwei Stück für meinen Sohn und meine Tochter, weil ich gesagt habe, die gehen mit gutem Beispiel ran, mit einem Liter fahren. Haben Sie können den Sie Hammer? Den auch ein paar PS? Ja. Den Hammer habe ich auch, den fahre ich dann. Aber selbst. Also ist der Ausgleich für den Hammer. Wir haben gehört, das war ein Schlusswort. Das war ein Schlusswort. Genau, dein Schlusswort kommt gleich, denn ich habe noch eine Frage. Sie haben mitgegeben nach Europa, wir brauchen Produktionsarbeit. Produktionsarbeit, genau. Letzte Frage, auch zum Abschlussstatement. Wir haben gesehen, soziale Marktwirtschaft ist auch, lebt von kulturellen Voraussetzungen, lebt auch vom gewissen, von einer Partnerschaft zwischen, gerade was die Bildungspolitik angeht, zwischen Politik und Wirtschaft und für die Rahmenbedingungen, die Wirtschaft sorgt, ist ein kulturelles Projekt, ein Werteprojekt. Welche Zukunft hat es in Europa? Was müsste für Europa passieren, damit in Europa die soziale Marktwirtschaft sich voll entfaltet, auch in Frankreich? Und damit dann Abschluss. Na, wir müssen sie selber auch leben und vertreten. Nicht nur in Europa, sondern auch in der weltweiten Systemkonkurrenz. Es gibt ja autoritäre Gesellschaften wie China, Russland, die einen ganz anderen Gesellschaftsentwurf haben, die teilweise aber China auch ökonomische Erfolge hatten und mancher sich dann plötzlich da auch wiederfindet in diesem System. Also wir müssen selbstbewusst auftreten als politischer Westen insgesamt und den eigenen Werten auch gerecht werden. Wir können nicht von Marktwirtschaft sprechen und in Wahrheit dann den Wohlstand nur auf Pump realisieren. Wir können nicht über Rechtsstaatlichkeit sprechen, Leuchtfeuer des Rechtsstaats in der Welt sein und die Nachrichtendienste übernehmen in Wahrheit die Kontrolle über die Regierungen und die Politik. Und wir können nicht von offenen Gesellschaften sprechen, die wir anderen empfehlen, wenn bei uns die Verbote grassieren, die tief ins Privatleben eingreifen. Also insofern, wir können nur dann für unser Gesellschaftsmodell weit über die Wirtschaftsfragen hinaus werben, wenn wir ihm selber wieder gerecht werden. Das ist im Großen so und das ist im Kleinen bei der FDP so. Die muss auch wieder ihren Werten gerecht werden, damit sie erfolgreich für sich selber wirbt. Meine Damen und Herren, wunderbar. Schlussworte. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Grupp. Herzlichen Dank. Genau. Danke auch dir. Danke Ihnen allen. Danke Ihnen auch. Herr Morlock, für die Einladung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf nochmals sicherlich auch in Ihrem aller Namen unseren beiden Diskutanten recht herzlich danken. Lieber Herr Grupp, herzlichen Dank für Ihre Diskussionsteilnahme. Lieber Herr Lindner, dir ebenso. Und es war, glaube ich, wirklich ein informativer, interessanter Vormittag und vor allen Dingen mit einem hohen Unterhaltungswert. Und das erleben Sie nicht in jeder politischen Veranstaltung.